Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Franz Stiel. Ich engagiere mich seit einigen Jahren bei den Maltesern in Bingen. Neben der ambulanten Betreuung von lebensbedrohlich erkrankten Menschen habe ich einen Schwerpunkt bei der Beratung und Information im Bereich der Patientenvorsorge. Hier geht es um die Frage, wie in wichtigen Lebensbereichen für Sie entschieden werden soll und welche medizinischen Maßnahmen jeweils gewünscht sind, falls Sie sich krankheitsbedingt selbst nicht mehr dazu äußern können. Es geht also um eine Selbstbestimmung auf dem Weg von der Krankheit bis zum Tode, die im letzten Jahr durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu § 217 Strafgesetzbuch noch einmal besonders betont wurde. Um ihren Willen für andere verbindlich festzuhalten, sind insbesondere 3 bzw. 4 Formulare oder Dokumente erforderlich. Erstens eine Patientenverfügung, zweitens die Covid-19-Ergänzung zur Patientenverfügung, drittens eine Vorsorgevollmacht und viertens eine Betreuungsverfügung. Erstens, in der Patientenverfügung erklären Sie schriftlich im Vorgriff auf eine zukünftige Situation, in der Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr einwilligungsfähig sind, ob Sie bestimmte medizinische Untersuchungen, Behandlungen oder Eingriffe wünschen oder ablehnen. Zweitens, die aktuelle Covid-19-Pandemie erfordert eine Ergänzung der Patientenverfügung, damit eine künstliche Beatmung nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Drittens, mit der Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine Person Ihres Vertrauens, Sie zu vertreten und für Sie zu handeln, wenn Sie selbst Ihre Angelegenheiten nicht mehr regeln können. So hat zum Beispiel der von Ihnen Bevollmächtigte die wichtige Aufgabe, Ihre in der Patientenverfügung getroffenen Festlegungen gegenüber Ärzten durchzusetzen. Viertens, schließlich schlagen Sie in der Betreuungsverfügung eine Person Ihres Vertrauens vor, die vom Betreuungsgericht, das ist das zuständige Amtsgericht, als Betreuer bzw. gesetzliche Vertretung eingesetzt werden soll. Dies kann erforderlich sein, wenn eine Vorsorgevollmacht bzw. Patientenverfügung auf eine neue gesundheitliche Situation nicht angewendet werden kann. Die dringende Empfehlung ist, sich in jedem Fall um die Vorsorgevollmacht und um die Patientenverfügung zu kümmern. So verhindern Sie zunächst einmal grundsätzlich, dass es zu einer rechtlichen Betreuung kommt. Im Zusammenhang mit diesen 3 Vorsorgedokumenten existieren viele Irrtümer und es stellen sich viele Fragen. Der Malteser Hilfsdienst in Bingen bietet dazu regelmäßig kostenfreie Informationsveranstaltungen im Haus der Malteser in der Baronestraße 14 an. Und zwar jeden ersten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr und jeden dritten Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Wir beraten Sie auch gern individuell zu Hause oder telefonisch. Solange wegen Corona analoge bzw. Präsenzinformationsveranstaltungen nicht möglich sind, gibt es auch auf Nachfrage ein digitales Angebot. Unsere Kontaktdaten sind www.malteser-bingen.de, Mailadresse hospizarbeit@malteser-bingen.de, Telefon 06721 185 88131. Der Malteser Hilfsdienst verfügt über eigene Formulare zur Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung mit Covid-19-Ergänzung und Betreuungsverfügung, die alle gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen und gern zur Verfügung gestellt werden.
und auf der Malteser Homepage auch erreichbar sind. Die rechtlichen Grundlagen für die Patientenvorsorge finden sich übrigens im Bürgerlichen Gesetzbuch 1901 folgende. Gegenwärtig diskutieren wir auch, angeregt durch das BVG-Urteil, aktuelle Themen im Umfeld der Patientenvorsorge, wie zum Beispiel Fragen der Sterbehilfe, des assistierten Suizids oder des Sterbefastens. Vielen Dank für Ihr Interesse.